Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play The Awesome Adventures of Captain Spirit. Hier ist unser Captain Spirit und er kann hier gleich mal so ein Graffiti angucken. Jerks. Like people don't drink in bars around here. Aha. Also ich kann es ehrlich gesagt nicht lesen. Wim? Keine Ahnung. Wenn ihr irgendwie eine Idee habt, was das heißen könnte, dann sagt's mir ruhig mal. Aber ansonsten bin ich da jetzt ein bisschen unkreativ, wenn ich ehrlich bin. So. If I get caught, Ice Giants will turn me into a popsicle. Aha. Eisgiganten. Ist okay. Kriegen wir hin. Was ist das denn hier? Schrotthaufen. Das Labyrinth. Das Captain Spirit heard about the secret treasure inside. Okay, das klingt gut. Lass uns da mal rein. Oh, es ist super gefährlich da drin. Die Musik wird böse. Yeah. Oh. Okay. Ah, ich kann ihn jetzt auch weiter bewegen, okay. Labyrinth of Doom. Ah, der Junge hat echt so fast. Okay, ich geh mal nach rechts. Schauen wir mal. Ist hier irgendwas Interessantes? Hier muss ich mich wieder entscheiden. Ich gehe nochmal nach rechts. Gucken wir mal. You better look at that map again. Okay, warte mal. Habe ich hier irgendwo... Gehen wir mal nach links. Mir fehlt ja noch die zweite Karte irgendwie. Das ist so ein bisschen doof. Okay, links. Finde ich aber geil, dass sie das so gemacht haben. Das ist echt gut. So, schauen wir mal, was passiert, wenn ich nach rechts gehe. Okay. Links, rechts hat offensichtlich funktioniert. Probieren wir es nochmal mit links. Also irgendwie ende ich immer an derselben Stelle. Ist ja auch so ein bisschen blöd. Ich gehe mal raus und gucke, ob ich hier irgendwie eine Karte dazu finde. Aber wir haben ja auch noch nicht alles angeguckt, was es hier so gibt. Also dafür, dass das ein Labyrinth of Doom ist, ist das ziemlich... Okay, er stellt sich das alles vor. Das finde ich ja irgendwie geil. Oh, warte mal. Hier ist auch noch ein Briefkasten. Wir können mal gucken, ob da irgendwas drin ist. Ist hier irgendwas drin? Öffnen. Na, Post? Okay, das sieht nach Post aus. No way. For family, come play with your gun. Okay... Spaß für die ganze Familie. Kommt und spielt mit euren Waffen. Clean Harrys Schießanlage, Angebote und Show zu den Feiertagen. Alter Leute, ihr habt doch echt voll einen an der Waffel. Das braucht doch kein Mensch, sowas. Okay, wir sind in Amerika. Da kriegt man dann auch Werbung für Waffenspiele. So, mal gucken, was hier so alles ist. It's not safe out there. Oh. Yeah, Dad. I know. Okay. Wir sind ein braver Junge und wir tun, was Papa sagt. Gut, Zeit mal die Flying Fortress anzuschauen. Ich hoffe mal, dass wir da noch irgendwas Interessantes finden. Vielleicht sind da ja auch Farben. Was ist das hier? Gruseliger Baum, okay. Oh my god, the lake demon is rising. Okay, er ist echt kreativ. Überall sieht er irgendwas Interessantes. Das finde ich an ihm sehr sympathisch. Aber angesichts der Tatsache, was er da momentan auch irgendwie mitmachen muss. Dad won't fix the swing because it's too dangerous to fix. Mhm. Meinst du, angesichts der Tatsache, was er da so alles mitmachen muss, ist das kein Wunder. The flying fortress. Okay, dann lass uns doch mal hier hochklettern. Vielleicht finden wir da ja noch irgendwie Farbe. Das wäre ja schon schön.
Ah, okay, hier haben wir ein bisschen mehr Zeug. Okay. Der Luftpirat. Oh, Geheimversteck, das ist gut. I can't let Dad find my secret stash. Ever. Okay. Open Sesame. Wie süß. Geheimer Dekodierer, Basketball. Oh, Comics-Clips hat er da. Cool. I loved watching Mom draw her comics. Oh, das ist süß. Okay. Also sie war offensichtlich Zeichnerin und hat ihren Sohn in seiner Liebe für Comics sehr beeindruckt. Okay. Geheimer Dekodierer. Maybe I can use this to read the map. Ah, okay. Das nehmen Now wir nochmal I can mit. Use this to reveal the full map to my next adventure. Mhm. Sehr gut. Ist doch schon mal schön. Wir haben Basketballkarten. These are my favorite baseball players. Even if I don't understand the stats. Okay. Briefe von der Schule. Oh oh. Harry did say mean things about Dad, but I can't let him see this. Sehr geehrter Mr. Erickson, ich wollte Sie wissen lassen, dass Ihr Sohn Chris diese Woche nach der Schule in eine Auseinandersetzung mit meinem Sohn Harry Sorber und seinen Freunden geraten ist. Chris behauptet, dass sie unangemessene Dinge über sie sagten, aber Harry ist nicht diese Art Kind und kennt sie auch nur durch mich. Wie Sie vielleicht wissen, ist Harry Klassenbester und mit Orden ausgezeichneter Pfadfinder. Vielleicht sollten Sie mit Chris über sein Verhalten reden? Falls diese Schikanen weiterhin anhalten, sehe ich mich gezwungen, mit der Schule zu reden. Okay, also offensichtlich sind die Hämatome auf dem Arm, die wir in der ersten Folge mitbekommen haben, nicht von Papa, sondern von diesem nervtötenden Harry. Hammer. This is my worst report card. I'm doing better now. Okay, also Elective Art kriegt er definitiv gut hin. Er ist besser in Mathe, als ich jemals war. Physical Education hat er nur ein D. Oh, da ist er aber nicht wirklich gut. Aber gut, er ist ja auch eher der schmale, kreative Typ. So, da haben wir jetzt alle wichtigen Dinge. Machen wir wieder zu. Cool. Das gefällt mir. Finde ich richtig witzig hier. Puppe. Dad keeps telling me this is a girl's doll. So what? She's the Ice Queen. Da hat er recht. Alte Schlüssel. Oh, gucken wir doch mal. I had to rescue my old cereal bowl after Dad used it for an ashtray. Gross. Alte Schlüssel. Ah, ich hatte Schlüssel gelesen, meine Güte. So, Noctared. Was ist das denn hier? That's Noctarius' son. He looks like his dad. Okay. Luftpirat. A fortress looks safe since we last talked. Sky Pirate, what's the situation since your last report? Did the storm cause any damage? No, Captain. The magnetic field protected us from any harm. We're lucky to have you. Keep up your good work. Wie geil. Der hat hier mit Alufolie und, na nicht Alufolie, offensichtlich mit Duct Tape irgendwie den Bären zum Luftpiraten gemacht. Das finde ich ja geil. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Hier kann ich wieder runter. Und hier ist der Ausguck. Okay, schauen wir doch mal ein bisschen. Ach, das ist schön. Richtig klasse, dass sie bei diesem Spiel oder dieser Demo solche Sachen auch mit eingebaut haben. Amethyst and flowers on the table. Is it real or a fable? Super. Well, I suppose a friend is a friend. Das gefällt mir richtig gut. So, wir haben jetzt aber ihr. Warte mal. Aha. Dad keeps telling me this is a girl's doll. So what? She's the Ice Queen. So, ich habe jetzt hier das Inventar. Wie benutze ich das denn?
Nein, da will ich doch jetzt nicht schon wieder hin. Okay, ich glaube, ich muss noch mal kurz nachschauen, wie man das Inventar benutzt. Das hatte ich bisher noch nicht. Ja, ja, es ist okay. Oh, das ist ein bisschen peinlich. Aber gucken wir mal hier, wie man spielt. So, Aufgaben, Sonderansichten, Schneeballziele, das hatten wir schon. Dialog. War das... Ja, wie ging das denn? Öffne und schließe dein Inventar. Okay, mit I. Ich gehe jetzt erstmal hier wieder runter. Und dann habe ich auch nicht so viele Punkte, die irgendwie angesprungen werden können, wenn ich versuche, mit diesem Inventar irgendwas zu machen. Ja, das ist echt ätzend. Aber immerhin war Papi offensichtlich motiviert genug für seinen Sohnemann, hier oben ein Baumhaus zu basteln. Das finde ich ja schon mal sehr gut. So, also Inventar. Gott, wie geht das denn jetzt? Nee. Das habe ich zumindest geschafft, aber irgendwie die ganzen anderen Sachen. Also Inventar. Kann ich auf und zu machen. Das ist ja schon mal schön. Kameraposition kann ich wechseln. Super. Mann, oh Mann. Warum kann ich das Inventar nicht benutzen? Das ist doch echt scheiße. Eieiei. Ich sehe schon, ich muss mir das vielleicht mal irgendwie genauer angucken, ob ich eine Chance habe, da noch irgendwas zu tun. Now the Snowmancer is ready for battle. Ah, ich würde mal wetten, ich muss mir noch irgendwie meine Rüstung irgendwie verschönern oder anmalen oder sonst irgendwas, um das hinzukriegen. Mal gucken. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun, irgendwie. Hier raus dürfen wir nicht. Eieiei. Ach, Blödsinn. Die Karte hängt ja im Schlafzimmer. Ich würde mal wetten, dass ich das erst machen kann, wenn ich im Schlafzimmer bin und die Karte angeguckt habe. Da war ja was. Okay, und Papa ist jetzt wohl beim Spiel eingepennt. Ich würde mal wetten, dass es jetzt genau wieder das passiert, was wir eigentlich nicht wollten. Das Spiel ist vorbei. Papi pennt, ne? Ja. Oh. Will ich den wirklich aufwecken? Whiskyflasche. Oh, die Whiskyflasche ist leer. Oh, scheiße. Oh, super. Also, der hat sich jetzt erstmal weggeschossen. Das ist ja klasse. Oh, hier sind Bücher. Let's check this out. Cities of the Pain. 50 Western Movies to Die For. Okay. Ooh, that looks scary. I should read that. Ja, nein, das wollen wir nicht lesen, Junge. Das wollen wir nicht lesen. Es gibt schönere Dinge. Oh, hier ist ein Foto. I wonder why Dad never hangs out with Nick anymore. Die scheinen sich wohl irgendwie auseinandergeliebt zu haben. I wish I could have gone on a hike with Mom. This has to be Mom's. She liked art. Okay. Ach ja. So, ich gucke mal, ob ich das freischalten kann. Wir hatten ja noch irgendwie versucht, den Highscore zu knacken. Oh. Ah, I need a PIN code. What is it? Oh, das ist natürlich böse. Muss ich erstmal irgendwas finden in der Richtung. Der Brief war... Ach, das ist es von den Großeltern, genau. Okay, PIN code. Den müssen wir auch noch irgendwie rausfinden. Chris, these are the most important numbers for you on this list. Oh yeah, cool story, Dad. Ich könnte natürlich versuchen, die Codes hier auszuprobieren, aber ich glaube mal... Okay, wir haben den Autoschlüssel, das ist jetzt schon mal nicht schlecht.
Dann kann Papa zumindest nicht betrunken fahren. Wird sich dann wieder wundern, so, hey, wo ist denn der Schlüssel hin? So, aber wir gehen jetzt erstmal hier zu dieser lustigen Karte. Entschlüsseln. Time for Captain Spear to put these pieces together. Okay, mit A oder D rotieren. I have to place it right. Okay, gucken wir mal. The treasure map is not secret anymore. It's mine. Okay. Das ist ja süß. Also ich muss zuerst, okay. Ich habe jetzt nicht so wirklich verstanden, was das sein soll, aber ist ja schon mal ein Anfang. Okay, aber wir sind irgendwie mit den Klamotten noch nicht fertig. Oh, wir können hier noch mal ein bisschen spielen. Das ist cool. Spielen ist wichtig. You can't win this battle, Noctarius. It's already over, Power Bear. Don't let Mantroid control you. Nobody controls me. Mantroid is my leader, and he wants you to die. Give up now. We don't have to fight. You're not the boss of me, Power Bear. Okay. Ah, ich kann jetzt fragen, wieso. Schließ dich unserem Team an. Wir fragen erstmal, warum. Mantroid is your boss now. Why did you join his team? The same reason you joined Captain Spirit's team. To win! Captain Spirit has helped the world over and over. Liar! Where were you and Captain Spirit when Mantroid saved my life? Huh? Good guy? I'm sorry, Noctarius. I want to be there for everybody. You're the enemy. Now take this! Okay. Oh, my back! How did you do this? I can't move! Captain Spirit, please come to my aid. I can't defeat Noctarius on my own. I can't! Captain Spirit! Nehmen wir doch das. Das ist nett. Release him, Power Bear. Oh yeah. Captain Spirit's got your back, loser. He decided to spare you. That's a real hero. Now go back to your master. Mantroid will get his revenge. For me! Thank you for keeping me from the dark side, Captain. Von der dunklen Seite ferngehalten. Ja, sowas. Sehr geil. Oh, warte mal. Hier ist doch noch... Ah, hier ist doch noch der Waldkrieger. Vielleicht kann ich ja den mitnehmen. At least the forest warrior protect me from the snow ghost. Okay. Ah, ich hab mein Team zusammen. Cool. Mustard Party, das muss ich noch entsperren. Den Schatz muss ich noch finden. Das mit dem Wasserfresser finde ich irgendwie so ein bisschen... Bin ich mir jetzt nicht sicher, was genau das jetzt ist. Lieblingsbuch? Haben wir jetzt hier wirklich alles? Flyer? Ich schaue jetzt einfach mal, was wir da noch finden können in diesem lustigen Dings drin. Papas Zimmer war jetzt wieder was anderes. Hatte ich hier noch irgendwas übersehen? Nee, das war das Comic. U-Boot. Nope. Schminke und so hatten wir auch. Ich lasse den nochmal schlafen. Den finde ich jetzt irgendwie so ein bisschen... Hm.
Aber ich würde mal wetten, dass er sich das irgendwo aufgeschrieben hat. Gucken wir doch mal eben. Notiz. That has a secret. Ich nehme jetzt einfach mal einen Stift und schreibe mir hier die Nummer auf. 8469. Und probiere das dann mal. Vielleicht mag er sie ja sehr genug, ausreichend. Okay, die Tür. Okay, dunkle Tür öffnen. Okay. Oh, da ist noch irgendwas. What the fuck? Was ist das denn hier? Oh. Wow. Careful. I think I'm not alone. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Haben wir hier vielleicht irgendwo einen Lichtschalter? Nope. Schlecht. You have the power, Captain Spirit. You have the power. Okay. Heidewitzka, was ist das denn hier? Rumspringende Dinge? Wow! Okay. Ach, das ist dieses Wasserding. Ah, wie geil. Und er hat davor irgendwie Schiss aus irgendeinem Grund. Der Wasserfresser, ja, Heidewitzka. The water-eater hates to be woken up. Careful. Na? No more fear. I have to face this monster. The city needs hot water. Oh, die Stadt braucht warm Wasser. Ja, wie geil. Bändigen. Ah, wie hart. Ja. Ja, wir haben ihn gewendigt, ja, wie hart. Okay. Sehr kreativ, der Junge. Das ist ja... Ja, wie geil ist das denn? Es ist tatsächlich ein Boiler. Er hat den Boiler angeschaltet. Ah, Gott. Junge, du bist klasse. Well, that wasn't too hard. I've tamed the water beast. Und wir haben die nächste Aufgabe auf unserer Superheldenliste geschafft. Ja, super geil. Ah, wow. Geil. Ich bin beeindruckt, junger Padawan hier. Hast du gut gemacht. So, wir testen jetzt mal, ob diese Nummer hier irgendwie klappt für das Papa-Handy. Warte mal, das war hier. Ah, so. 8469 war das. 8469. Nein, war es nicht. Shit. Okay. Gut, dann gucke ich mal hier auf die Liste. Chris, these are the most important numbers for you on this list. Oh yeah. So, also. Cool story, Dad. Ich nehme mal 7. 241 und 9452 als Nummern, weil ich nehme stark an, dass diese Nummer für Papas Handy irgendwie was anderes sein wird. Also klar, das ruft dann sein Handy an. Oh, gucken wir mal. 7241. 7241. Okay, das war auch falsch. 9, 4, 5, 2. Komm. Auch nicht richtig. Shit. Also muss es irgendwo anders sein. Okay. Vielleicht ist das hier irgendwo. There's my hot dog man. I can't see Dad. Whoa, is he getting us tickets? That would be a blast being a freight hopper. Choo-choo. Oh. Those are Dad's pages. Nope.
Also ich frage mich. Warte mal, vielleicht kann ich ja hier irgendjemanden anrufen. Benutzen. Ich könnte ja mal diese komische Audra anrufen. Die Reynolds anrufen, Audra anrufen. Ich könnte Papa anrufen und ist das Handy entsperrt. Mal gucken, die Reynolds. Wer sind die Reynolds? Come on. Hello? Mrs. Reynolds? Hello? Okay. Er hat offensichtlich Darth Vader angerufen. That was weird. Okay. Gucken wir mal, was passiert, wenn ich Audra anrufe? Welcome to Kitty Club. Meow. Odessa speaking. Oh. Hi. You sound like you're looking for a kitty cat tonight. My dad won't let me have a cat, but I would love... Your dad? What? Christ, who is this? How old are you? Hello? Okay, er hat beim lokalen Bordell angerufen und dachte, er kriegt da ein Kätzchen für die Nacht. Ein Kitty Cat. Ich krieg mich nicht mehr. Spannende Dinge, die man erleben kann, wenn man Leute anruft. Oh my. Okay, gucken wir mal, was passiert, wenn ich die Pizzeria anrufe. Das ist gut. Pizza. Buongiorno. Bava's Pizzeria is closed, but if you can wait, our business hours are Tuesday through Sunday, 11 a.m. to 10 p.m. If you would like to leave a message for Augusto, please do so. Pizza? Ciao. Okay. Offensichtlich ist das jetzt auch nicht drin. Bleibt nur noch Papas Handy. Ja, gut, mehr Optionen haben wir jetzt nicht. Schade. Bin ja mal gespannt, ob ich das hinkriege noch irgendwie. Aber vielleicht müssen wir mit ihm ja noch irgendwas anderes machen. Ah, ich bin echt gespannt. Zu schade, dass er jetzt das mit dem Kätzchen nicht hingekriegt hat. Okay. So, warte mal. Wir haben jetzt noch als Aufgabe, uns Farbe anzuschaffen irgendwie für unser Kostüm. Ich werde einfach mal gucken, ob ich die Chance habe, in diesem Tunnel da irgendwas zu finden. Oder ich stelle mich vielleicht auch einfach zu doof an. Ich weiß. Aber warte mal, ich kann natürlich auch noch ins Auto. Genau, ich kann mich ins Auto setzen. Gucken wir doch mal. Untersuchen. Oh, da liegt ein Brief drin, okay. Schauen wir doch mal. I hope Dad doesn't get in trouble because of me. Eieiei, okay. Sehr geehrter Mr. Erickson, das ist vom Beaver Creek Sozialamt. Ich bin Dr. Tamara Foreman vom Beaver Creek Sozialamt. Als Repräsentant der Grundschulbezirke in diesem County würden wir es begrüßen, wenn Sie mit Ihrem Sohn Chris Erickson zu einem Treffen am Montagnachmittag um 14.15 Uhr in Ihrer örtlichen Behörde in Water Streets erscheinen könnten. Falls Sie Fragen haben sollten, kontaktieren Sie bitte unser Büro unter blablabla 2006. Okay, mit freundlichen Grüßen, Tamara Foreman. Okay. Puh. Kraftantrieb. I can't go to Mantroid's planet without finishing my costume. Ja gut, das verstehe ich natürlich. Das funktioniert nicht. Komme ich hier vielleicht mit dem Schlüssel rein? Dude, the freaking key should be inside the house. Hm, okay, den habe ich da noch nicht gefunden. Ah. Okay, versuchen wir unser Glück mal hier hinten. Bei der lustigen Festung auf Ruhe. Kommt er jetzt hier besser durch?
Okay. Also ich muss jetzt hier offensichtlich doch immer noch irgendwie selbst durch und die Karte interpretieren. Ah, okay. Ich glaube, nach links gehen war das Erste. Also ich sehe schon, das ist jetzt hier nicht ganz so mein Ding. Okay, das war jetzt schon mal nicht schlecht. Er sagt mir zumindest nicht, dass ich falsch gehe. Was ist das? I'm lost. Oh, okay. Okay, das war dann doch wieder falsch. Muss ich mir die Karte nochmal genauer angucken. Auf jeden Fall ist das eine coole Sache mit diesem Fortress da, mit diesem dunklen Labyrinth. Wo dann die Grenzen zwischen Fantasie und Realität ein bisschen verschwimmen. Finde ich sehr geil. Also ihr Lieben, wir haben heute den fiesen Wasserbereiter bezwungen, haben dafür gesorgt, dass wir warmes Wasser haben und mal gucken, ob wir hier noch weiterkommen. Ich denke aber schon, dass wir das hinkriegen. Ist echt süß. Also ich finde den richtig klasse, den Jungen. Er macht aus einer miesen Situation das Beste. Und ich muss auch sagen, so wenig ich diesen Alkoholismus des Vaters wirklich gut finde, das ist definitiv nichts, wozu man sich hinreißen lassen sollte. Vor allem nicht, wenn man Kinder hat. Für Kinder ist das, denke ich, noch viel schlimmer, als für Erwachsene sowas dann mitkriegen zu müssen. Ich kann aber auch durchaus nachvollziehen, dass jemand, der mit verschiedenen Sachen nicht klarkommt, tatsächlich auch mal abrutscht. Ich hoffe nur, dass der Vater sich wieder berappelt kriegt. Weil offensichtlich haben die Großeltern auch schon mitgekriegt, dass da irgendwie die Sachen nicht so richtig gut laufen. Und es wäre ihm ja natürlich zu wünschen, dass er irgendwie Hilfe kriegt. Das ist ja das Entscheidende. Nicht nur das Problem spotten, sondern auch bereit sein, tatsächlich was zu ändern. Ihr Lieben, an dieser Stelle verabschiede ich mich mal wieder von euch. Habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge, hoffe ich. Und macht es gut bis dahin. Tschüss.